Zum ersten Mal in ihrer Amtszeit hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel das ehemalige deutsche Konzentrationslager Auschwitz besucht. Anlass ist das 10-jährige Bestehen der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die sich für den Erhalt der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers einsetzt. Merkel sprach in ihrer Rede nicht nur von Schuld, die von den Deutschen ausging, sondern spannte auch einen Bogen zur Gegenwart. Auschwitz war ein deutsches, von Deutschen betriebenes Vernichtungslager. Es ist mir wichtig, diese Tatsache zu betonen. Es ist wichtig, die Täter deutlich zu benennen. Das sind wir Deutschen, den Opfern schuldig und uns selbst. Wir erleben einen besorgniserregenden Rassismus, eine zunehmende Intoleranz, eine Welle von Hassdelikten. Wir erleben einen Angriff auf die Grundwerte der liberalen Demokratie und einen gefährlichen Geschichtsrevisionismus im Dienste einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im von Deutschland besetzten Polen gilt weltweit als Symbol für den Holocaust.